Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin schon im Unterrichtsraum und fange jetzt gleich mit meinen Schülern an. Ich habe heute nicht so viel, also nur zwei. Das hält sich wirklich sehr an Grenzen. Und ja, bin hier gerade noch so ein bisschen am Vorbereiten, Stücke raussuchen und was man halt so machen muss. Ich sag's euch, momentan fällt es mir echt schwer, von zu Hause wegzufahren, von der Luisa wegzufahren. Ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Also ich habe heute Morgen auch wieder überlegt, soll ich vielleicht von zu Hause unterrichten? Dann bin ich in ihrer Nähe. Auf der anderen Seite, es ist hier halt schon das bessere Arbeitsklima. Wenn ich hier bin, dann höre ich sie nicht, wenn sie mal weint, dann will ich nicht gleich rausrennen. Und ich weiß ja, dass der Papa da ist und der hat die Situation ja unter Kontrolle und im Griff. Also wenn sie mal weinen, tut sie ja eh selten, aber wenn sie mal quengelig ist. Also die beiden, die kriegen das schon auch gut ohne mich hin. Aber ja, ich habe da irgendwie momentan so ein komisches Gefühl, wenn ich wegfahre. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen mit der Corona-Zeit zusammenhängt, weil man ja doch sehr viel mehr Zeit eigentlich zusammen hat und dann fällt es einem wieder mehr auf, wenn man dann tatsächlich mal weg ist. Also gerade die ersten Wochen jetzt mit Corona haben wir ja auch von zu Hause aus gearbeitet und da bin ich einfach nicht ins Auto gestiegen und von ihr weggefahren. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist so ein bisschen eher mein Problem als ihrs, weil also sie ist total gut mit der Situation. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sie das irgendwie stören würde, dass sie jetzt da jetzt mal 2 Stunden mit ihrem Papa alleine ist. Das ist ja auch nicht die Welt, ne? Und sie, ja, sie weint auch nicht oder irgendwas, wenn ich wegfahre. Also eigentlich ist sie total gut damit. Nur, ja, wie gesagt, ich habe da irgendwie gerade so ein kleines Problem damit. Ich glaube, mache mir das selber auch ein bisschen viel Druck. Also ihr seht, meine Gedanken am Morgen sind so ein bisschen konfus vielleicht auch. Ah ja, genau, was ich euch noch erzählen wollte. Luisa hat bis um 8:30 geschlafen. Ganz, ganz super toll. Aber ich muss dazu sagen, wir waren auch gestern nicht gleich zu Hause. Also ich habe ja gesagt, wir fangen jetzt unsere Abendroutine an. Bin dann aber noch kurz zu den Schwiegereltern gefahren, um ihnen ein Stück Kuchen vorbeizubringen. Und Luisa ist auf dem Weg dorthin eingeschlafen. Also es war so um 5:45. Und danach war sie natürlich dann erstmal munter. Ja, und wir haben uns dann so ein bisschen verquatscht irgendwie auf der Terrasse von meinen Schwiegereltern. Und bis wir dann nach Hause kamen und sie im Bett war, war es dann 8:30. Und man kann eigentlich schon ziemlich die Uhr danach stellen, dass sie 12 Stunden Schlaf braucht. Aber für uns war das natürlich genial, weil wir jetzt heute einfach mal so ein bisschen länger liegen bleiben konnten. Sehr angenehm. So, ich werde jetzt mal meinen Unterricht vorbereiten und also fertig vorbereiten. Und dann sehen wir uns später. Bis dann. Ihr Lieben, ich komme mir vor wie die Rabenmutter 2020. Also, ich war gerade im Unterrichten und dann hat mich der Christian angerufen und dann dachte ich schon so, komisch. Also normalerweise würde der mich nicht anrufen, wenn es nicht was super Wichtiges gäbe. Also bin ich hingegangen und dann meinte er so, du sag mal, was war denn in dieser Tüte, die an dem Türstock geklebt ist drin? Ich so, oh. Da war Seife, also Flüssigseife und ein bisschen Haargel. Und da hatte ich ja diese Kügelchen reingemacht. Ich hatte euch das mal erzählt. Ich habe für die Luisa so einen Zipbeutel gebastelt, wo quasi Holzkügelchen drin sind, mit ein bisschen Gel, mit ein bisschen Handseife. Und das hat sie dann, also habe ich einen Türstock geklebt und das hat sie dann immer so ein bisschen mit dem Finger diese Kügelchen verschieben können. Das hatte ich in einem anderen Blog gesehen und fand das eigentlich eine ganz schöne Spielidee, hatte aber schon immer so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. Jedenfalls meinte er, also er glaubt, die Luisa hat davon ein bisschen was getrunken oder verschluckt, weil sie sitzt irgendwie schmatzend da und das hätte wohl so ein ganz, ganz kleines Loch auch. Dann hat sie offensichtlich irgendwie geschafft, ihre Zähnchen da trotzdem, dass es am Türstock geklebt ist, da reinzubeißen. Und ich habe mich gleich so schlecht gefühlt und war natürlich super aufgeregt. Habe gesagt, okay, ich breche jetzt hier ab. Wir fahren gleich zum Kinderarzt. Meine Schülerin, mit der ich gerade über Internet ja Unterricht hatte, hat das Telefonat mitbekommen und hat mir zeitgleich die Telefonnummer rausgesucht von der Giftzentrale, was total lieb war von ihr. Also da gleich mitzudenken. Und dann habe ich dort auch gleich angerufen, also noch vor Ort, und habe gefragt, ja, also habe die Situation geschildert und habe gesagt, was sollen wir denn machen? Und dann meinte sie, es wäre wohl nicht so schlimm und wir sollen ihr halt Saab Simplex geben oder Lefax, das hatten wir eh schon gemacht, also Christian hatte das schon gemacht. Und es wäre nicht so tragisch, wenn sie jetzt nicht zum Husten anfängt, dann brauchen wir auch nicht zum Kinderarzt.
Ja, ich bin dann natürlich trotzdem gleich nach Hause und habe sie dann bei mir an der Brust trinken lassen. Sie trinkt ja noch nicht so viel Wasser und ich glaube schon wichtig, dass sie jetzt auch viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Aber ich sag's euch, ich fühle mich wirklich schrecklich. Also ich fühle mich wirklich furchtbar. Und ich erzähle euch das jetzt einfach mal so ehrlich, wie es ist, auch in Gefahr zu laufen, dass ich jetzt irgendwie als Rabenmutter auch dastehe. Wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, so ein Spielzeug zu basteln, etc. pp. Aber passt da einfach auf, wenn ihr solche Sachen macht. Also wir haben ja auch aufgepasst, sie war ja nicht allein damit und trotzdem hat sie irgendwie das geschafft, dass sie da so ein bisschen was verschluckt hat. Es ist wirklich, ja, kein schönes Gefühl. Wir sind jetzt hier am Balkon, ich nehme natürlich jetzt ganz viel Zeit für sie heute. Beobachte sie genau, falls irgendwas ist, dann fahren wir gleich zum Kinderarzt. Ich habe das aber auch im Internet nochmal nachgelesen. Auch da steht, die meisten Haushaltssachen sind eigentlich unbedenklich, wenn sie Kinder verschlucken, ausgenommen Rohrreiniger. Also selbst diese Silicea-Gel, ich glaube, ich heißt das Silica-Gel, irgendwie so. Diese, kennt ihr schon, diese kleinen Tütchen mit dem Trocknungsmittel drin. Auch die wären wohl gar nicht giftig. Ist natürlich trotzdem nicht schön, wenn das Kind sowas verschluckt. Gefahr ist tatsächlich eben, dass das anfängt zu schäumen im Magen und dann, wenn es hochsteigt, dann kann das halt sich in der Lunge absetzen, beziehungsweise muss man aufpassen, ob eben das Kind sich erbricht oder ob es zum Husten anfängt. Das sei wohl ein Zeichen, dass diese Stoffe wieder hochkommen. Aber das sollte eigentlich mit Lefax oder Sub-Simplex abgetan sein, diese Gefahr. Ja. Also wie gesagt, wir bleiben jetzt hier. Ich werde sie gut beobachten und sie ist quiekfidel, turnt hier wie immer fleißig rum. Und ich werde jetzt mal den Schock so ein bisschen verdauen. Also wir haben den ersten Schock so ein bisschen überwunden und Luisa geht noch immer gut. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Unterrichtsraum, weil Christian muss unterrichten und wir gehen ein bisschen spazieren. Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit. Christian hat sich nämlich die Haare geschnitten. Und würde euch das bestimmt nicht zeigen, er findet es nämlich nicht so gut, aber wenn er fährt, dann kann er sich jetzt gar nicht dagegen wehren. Also, ich finde, es sieht gut aus. Christian, man sieht übrigens immer noch deine Haare, man sieht nur nicht mehr dein Gesicht. Huh, ein Hugel, Entschuldigung. Also, jedenfalls finde ich, dass er das echt gut gemacht hat und es sieht sehr viel besser aus als vorher. Ihr Lieben, wir sind zurück vom Spazierengehen. Luise hat heute so lange gebraucht, bis sie eingeschlafen ist und so viel geweint, dass ich sie mal aus dem Kinderwagen rausgenommen habe. Und wir waren noch kurz einkaufen, wie ihr seht. Wir machen heute Abend Pfannkuchen. Für die fleischessende Fraktion gibt es Schinken und Lachs. Die Tomate ist für die Luisa. Ich mache mir hier dieses Gemüseglück drauf. Das ist total lecker. Das ist mit Grillgemüse. Und Creme fraiche, dann kommen in dem Pfannkuchen noch ein bisschen Schnittlauchröllchen für später. Wenn Christian und ich vielleicht einen Film schauen heute, gibt's Chips, sehr gut. Dann haben wir noch Eier und Milch, Bananen für die ungesunde Variation mit, also Pfannkuchenvariation mit Banane und Nutella. Und ich konnte nicht an diesem Eis vorbeigehen. Und habe auch mal ein neues mitgebracht. Das ist vegan. Ich habe aber überhaupt nicht herausgefunden, auf was für eine Basis das ist. Also ganz seltsam irgendwie. Da steht weder drauf, dass es Soja noch Reismilch noch Hafermilch. Vielleicht finde ich es noch raus. Und hier nochmal Käse für die Pfannkuchen. Ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag und die kleine Luisa wird jetzt ins Bett gehen, gell? Ja. Noch kurz den Schlafanzug anziehen und dann geht's ab in die Koje. Ab in die Koje. Macht's gut. Bis ganz bald.